Schau mal, was ich gefunden habe. Jetzt ist Pam dran. Dies als Zeichen dafür, was du mir bedeutest. B. Ist der jetzt total durchgeknallt? Mein Vater hat keine Vollmacht, für mich zu verhandeln. Größenwahnsinnig. Will dich selber managen. Ich schlage vor, du nimmst zwei Präparate. Vor allem möchte ich wenig Nebenwirkungen haben. Na klar, das ist ja der Vorteil. Weißt du überhaupt, was du mir schuldest? Sind 1500 Mark im Monat genug? Oder verhältst du dich aus meinen Geschäften raus? Pamela, bitte. Könnten Sie nicht hierbleiben? Nur heute. Sorry, aber ich arbeite nicht mehr hier. Mein Nachmittag ist ausgebucht. Ich habe ein Computerproblem. Kannst du dir das mal angucken? Na, im Moment nicht. Ich habe einen Patienten. Ich muss Sie doch auch mal kritisieren dürfen, ohne dass Sie es gleich auf andere schieben. Also das muss ich mir nicht anhören. Können wir das nicht noch mal in aller Ruhe klären? Das ist nicht nötig. Ich kündige! And I feel we have the power to believe. See what will be. Send a message from your heart. We will never be apart. Come together, friends forever. Together we are strong, and the party's going on. Come together, friends forever. When we fight, we're sometimes right and sometimes wrong. But we all will be united, come together. Aber Frau Burkhardt, Sie wollen doch nicht wirklich kündigen. Ich meine, ich weiß, Sie hatten in letzter Zeit viel zu tun. Es geht mir nicht um die Arbeit. Es geht mir um Respekt. Aber ich habe großen Respekt vor Ihnen. Ich kann es mir nicht erlauben, irgendwelche Termine zu vergessen. Aber Verabredungen, die man mit mir macht, die brauchen offensichtlich nicht eingehalten zu werden. Unser Mittagessen. Frau Burkhardt, es tut mir leid, ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht. Genau, das meine ich. Und dann hatte ich auch so viel Arbeit und dann mein hohes Alter. Sie wissen doch, arterielle Verkalkung. Lassen Sie uns das nachholen. Heute Abend, im besten Restaurant Berlins. Es geht hier nicht um ein Mittagessen. Ich bin Arzthelferin. Aber in dieser Praxis hier behandelt man mich ständig wie irgendeine dahergelaufene Sprechstundenhilfe. Und das brauche ich nicht mehr. Leben Sie wohl. Es wird alles gut. Pam kommt bestimmt gleich. Vertrau mir. Bald sind wir sie los. Für immer. Du sollst ruhig sein, habe ich gesagt. Du verstehst es immer noch nicht, ne? Ich tue das nur für uns. Pam muss sterben. Dann steht sie nicht mehr zwischen uns. Ich habe dich aufgebaut. Ohne mich wärst du ein Nichts. Und jetzt willst du mich bezahlen wie einen kleinen Angestellten. Du brauchst ja nicht zu unterschreiben. Dann suche ich mir halt einen anderen Trainer. Thorsten, ich bin dein Vater. Ich habe eine Verantwortung für dich. Hast du mich deshalb gedopt? Ich bin doch nur wegen diesem scheiß Zeug so ausgerastet. Ich habe Lotte vorher nie angeschrien. Und jetzt ist sie weg. Die kommt schon wieder. Und wenn nicht? Das würde ich dir nie verzeihen. Mensch, Thorsten, du kannst doch nicht aus Trotz so einen Fehler machen. Du kannst nicht alle Verhandlungen alleine führen. Ich will nur, dass du dich endlich aus meinen geschäftlichen Angelegenheiten raushältst. Entweder du unterschreibst jetzt den Trainervertrag oder du bist ganz raus. Das tue ich nur für dich. Du wirst meine Hilfe noch brauchen. Was?
Sie ist einfach so gegangen? Ohne was zu sagen? Ja, gab es denn irgendeinen speziellen Grund? Wer ist gegangen? Deine Mutter hat Professor Bär gekündigt. Was? Wieso denn? Ich bin mir mal. Hallo? Ja, meine Frau möchte Sie gerne kurz sprechen. Professor Bär, ja, hallo? Nein, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich werde mit ihr reden. Oh, kleinen Moment. Ich glaube, sie kommt gerade. Ich gebe Ihnen noch mal Lukas, ja? Ja. Hallo? Ja, es dauert einen Moment. Mutter, was ist denn passiert? Du kannst doch nicht einfach deinen Job hinschmeißen. Ist es nur, weil Bär eure Verabredung zum Essen vergessen hat? Mutter, bitte. Jetzt geh in die Praxis und sag ihm, dass du das nicht ernst gemeint hast. Ich habe genau das gesagt, was ich gemeint habe. Und diese Praxis sieht mich nicht wieder. Mutter, wir sind sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Und Professor Bär wollte gerade dein Gehalt erhöhen. Danke. Ich bin nicht käuflich. Ja, hallo? Ja, es scheint noch einen Moment zu dauern. Sie ist wirklich sehr beleidigt, ja. Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Was machen wir denn jetzt? Ich mach schon auf, Bruno. Ich weiß doch, dass du da bist. Na, endlich. Wahnsinnig komisch. Soll ich dich jetzt suchen, oder was? Bruno! Was ist passiert? Schön, dich zu sehen. Sind deine Eltern schon weg? Ja. Wo sind die denn so früh hin? In die Praxis. Und wieso? Die gehen doch nie vor dir. Irgendjemand ist ausgefallen. Ah ja. Haben sie sonst noch was gesagt? Nö. Na dann tschüss, mein Schatz. Tschüss, Omi. Es reicht, wenn du Christa sagst. Ja, also, ich sehe nicht, wie wir das schaffen sollen. Jeder von uns hat von morgens bis abends Patienten. Wir brauchen unbedingt jemanden an der Rezeption. Ja, nicht nur das, wir brauchen auch jemanden, der Blut abnimmt. Wir können nur hoffen, dass es Bruno bald wieder besser geht. Was ist mit Pam? Ja, genau, Pam. Oh, können Sie nicht fragen, ob sie noch mal einspringt? Pam war die ganze Nacht nicht zu Hause. Sollte sich auch mal um ihr Studium kümmern. Das denke ich auch, aber sie studiert wohl offenbar erst mal das Berliner Nachtleben. Wir müssen uns jedenfalls dringend irgendwas einfallen lassen, sonst können wir die Praxis hier bald zumachen. Ich fürchte, Sie haben recht. Hey, Charlotte. Hi. Schön, dass du wieder da bist. Cool. Ich habe jetzt mindestens eine Woche frei. Wieso? Ich habe all deine Schichten übernommen. Und Arnold hat dich nicht geholfen? Der ist so verheiratet, der hat gar keine Zeit mehr zum Arbeiten. Tut mir leid, dass du so viel Stress hättest wegen mir. Aber ich musste einfach weg, weißt du? Auch von Thorsten. Wie geht's ihm eigentlich? Oh, der hat im Moment eine Mega-Krise wegen eurem Streit. Der redet mit keinem mehr. Hi. Hi. Wir haben dich vermisst. Harry, sie fragt gerade nach Thorsten. Hast du ihn gesehen? Kurz. Er wird ganz schön deprimiert. Hat sich ganz schön verändert in letzter Zeit. Ich muss in die Praxis. Ich muss auch los. Wir sehen uns im Pinguin, okay? Tschüss, Fritz. Ciao. Harry, ich muss kurz mit dir sprechen. Geht das? Klar. Du lässt dich ein bisschen hängen, ne? Bist du jetzt völlig ausgeklingt? Hey, was soll das? Ich an deiner Stelle würde jetzt nicht so zappeln. Sonja, komm herauf. Du hast uns genug Angst gemacht.
Du hast gewonnen, okay? Das ist kein Spiel, Bruno. Du solltest das ernster nehmen. Aber was willst du denn noch? Pam muss sterben. Und warum hast du mich da nicht sofort umgebracht? Ich finde, du solltest wissen, warum du sterben musst. Ich meine, so viel Zeit muss doch sein. Es geht um Thorsten. Du hast gesagt, er wäre deprimiert. Naja, ich fand, er sah einfach ein bisschen angespannt aus. Aber ich meine, es ist ja auch zu verstehen. Ich meine, der Boxkampf, dann der Presserummel nach dem Sieg, dann euer Streit noch dazu. Der braucht einfach mal ein bisschen Ruhe. Hm? Ja. Und jetzt sag schon, wie war's bei dir? Hat's wenigstens Spaß gemacht in Amsterdam, hm? Ich war jede Abend in einem anderen Club. Ich hab in einem sogar gesungen. Das klingt aber nicht so, als ob du Thorsten sehr vermisst hast, hm? So gut wie letzte Woche ging's mir so lange nicht mehr. Ich hab mich wirklich frei gefühlt. Naja, und jetzt? Freust du dich auf Thorsten? Eigentlich soll ich, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich ihm sehen will. Na komm, das wird schon wieder, hm? Bitte, Harry, wir brauchen Sie dringend an der Rezeption. Ich komme. Ich bin gleich wieder da, okay? Okay. Entschuldigung. Könnten Sie die Patientenkarten für heute Vormittag zusammenstellen, damit wir etwas Grund in das Chaos kriegen? Klar, Herr Professor, kein Problem. Entschuldige, Harry, aber kann ich dich mal kurz sprechen? Es ist wirklich dringend. Klar, was gibt's? Können wir nicht in irgendein Zimmer gehen? Nein, ich habe hier genug zu tun. Ich muss hier die Stellung halten. Also ich wollte mich entschuldigen. Wegen dem Streit. Ich habe mich echt benommen wie ein Vollidiot. Schon okay. Nein, das ist nicht okay. Ich war total unfair zu dir und zu Charlotte auch. Hier, Friedensangebot. Klado gegen Schünke, der Rückkampf. Danke. Für Charlotte habe ich auch was. Bei dir hat sie sich nicht gemeldet, oder? Nein. Oh, Harry, das macht mich echt fertig, dass ich mich nicht bei ihr entschuldigen kann. Ich habe so eine Angst, dass sie Schluss macht. Sie kommt bestimmt bald zurück. Ich habe das im Gefühl. Hast du wirklich gedacht, du kannst mir Bruno wegnehmen? Du lächerliche kleine Schlampe. Was weißt du denn schon von Liebe? Bruno und ich, wir gehören zusammen. Von mir aus kannst du mit Bruno glücklich werden. Wirklich, Sonja. Ich will nichts von Bruno. Du lügst! Na, ich glaube, du bildest dir das alles nur ein. Du hast doch Bruno dazu gebracht, mich die Treppe runterzuschubsen. Du hast unser Kind getötet. Nur damit du Bruno für dich alleine hast. Und dafür wirst du jetzt sterben. Das machst du nicht! Pam kann mich dir gar nicht wegnehmen, weil ich ihn nie geliebt habe! Selbst wenn du Pam umbringst, mich wirst du nie bekommen! Charlotte, Thorsten war gerade eben da. Er hat sich entschuldigt. Hast du ihm gesagt, dass ich hier bin? Hätte ich das tun sollen? Nein. Schon in Ordnung. Und wie war es so? Naja, nett, aber sehr traurig. Es tut ihm wahnsinnig leid, dass er dich so angeschrien hat. Willst du nicht mal mit ihm reden? Komm, gib ihm eine Chance. Er vermisst dich. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Ich hatte wirklich Angst vor ihm. Aber es tut ihm wahnsinnig leid. Außerdem will er dich nicht verlieren, das hat er gerade eben gesagt. Willst du dich vor ihm verstecken? Sprich mit ihm. Das Ganze macht dich doch genauso fertig wie ihn. Und das bringt doch nichts, komm. Hm? Du hast recht. Ich treffe ihn früher oder später sowieso.
Danke fürs Zuhören, ja? Gern geschehen. Und viel Glück. Grüß mir Thorsten, okay? Okay. Du liebst mich nicht? Dann hast du mich die ganze Zeit angelogen? Sonja, wir passen einfach nicht zusammen. Sagst du doch nur, weil du Pam retten willst. Sie kontrolliert deinen Willen. Das lasse ich nicht zu. Du und ich, wir gehören zusammen. Wenn wir im Leben nicht glücklich sein können, dann eben im Tod. Komm, Sonja, bind uns los, dann können wir über alles in Ruhe reden, ja? Die reicht für uns beide. Dann kann Pam uns auch nicht mehr auseinanderbringen. Pam wird leben, wenn du mit mir stirbst. Willst du das? Dann mach dich bereit. Können wir mal mit dir reden, Mutter? Ich wüsste nicht, worüber. Frau Burkhardt, ich bin gekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe mich Ihnen gegenüber gedankenlos verhalten. Und ich verspreche, es kommt nie wieder vor. Und dass wir das alles wieder gut machen? Nein, sicher hätte ich Ihnen schon viel früher sagen müssen, wie sehr ich Ihre Arbeit schätze. Sie sind unersetzlich, Frau Burkhardt. Natürlich klingt das jetzt ein bisschen unaufrichtig, weil wir Sie dringend in der Praxis brauchen. Wir sind dir wirklich alle sehr dankbar für deine Arbeit. Ja, und ab jetzt helfen wir dir sofort, wenn es Probleme gibt. Frau Burkhardt, ich bitte Sie, nehmen Sie Ihre Kündigung zurück. Mein Entschluss steht fest. Tja, dann bin ich machtlos. Ich weiß nicht, wie wir ohne Sie in der Praxis auskommen sollen. Sogar die Patienten vermissen Sie schon. Also, vielen Dank für alles. Guten Tag. Ein Wasser, bitte. Raus. Für Männer gibt's ja nur Whisky. Alter Spinner. Irr ich mich oder bist du wieder gut drauf? Klar. So, ich war eben bei Harry. Er ist nicht mehr sauer wegen unserem Streit. Super. Ja, ich bin auch echt froh. So wie ich rumgeschrien hab. Warte mal. Kannst du mir den Schlüssel für die WG geben? Wieso? Ja, ich habe eine Überraschung für Charlotte. Ich will, dass sie gleich findet, wenn sie zurückkommt. Meinst du, es gefällt ihr? Naja, ich weiß nicht. Du findest es doof? Nein. Ja, vielleicht hätte ich ihr was anderes schenken sollen, ohne Boxen. Ja, wir haben uns schließlich deswegen gestritten. Also, sie freut sich garantiert. Aber wenn du sie überraschen willst, dann musst du dich beeilen, weil sie ist schon seit heute Morgen wieder zurück. Was? Siehst du, er möchte mit mir sterben, nicht mit dir. Willst du immer bei mir sein? Und du kannst ihn nicht mehr verhexen.
Jetzt wird alles gut. Gleich ist es vorbei. Moment. Nein, 15.30 Uhr? Nee, da haben wir nichts mehr. Hm? Kann ich nicht machen. Harry, bei Frau Stock muss Blut abgenommen werden. Die wartet schon so lange. Sofort. Nee, das habe ich nicht zu Ihnen gesagt, Clem. Hier, bitteschön. Entschuldigung. Was? Es gibt einen wunderschönen guten Tag. Na, das mach jetzt wohl am besten. Was? Wirklich? Ja. Vielen Dank. Sie sind ein Engel. Na los, an die Arbeit mit euch. Mein Gott, hier sieht's ja aus. Ja, hallo? Ach, Frau Reitmann, das machen Sie doch immer ohne Termin. Ja, genau. Am besten früh. Wiederhören. Frau Burkhardt, Sie machen mir eine riesengroße Freude. Ihr nächster Patient. Ihre Gehaltserhöhung. Oh, danke. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie mich in die Oper begleiten würden. Ich denke, es lässt sich einrichten. Oh, das würde mich wirklich sehr freuen. Flange, jetzt mache ich dich fertig. Bruno! Lass mich los! Du hast sie umgebracht.